Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es um die Wartehaltung. Wer unseren Kanal kennt, der weiß, dass wir mal vor Jahren eine Wartehaltung gehabt haben und auch da regelmäßig Filme gemacht haben. Haben wir danach durch den Umzug auch, sind jetzt gute 2,5 Jahre Pause damit gemacht. Und jetzt fangen wir wieder damit an. Also, alle Wachtelfreunde können sich freuen. Es geht weiter mit Wachteln. Los geht's! Das aus. Jetzt habe ich mir einen neuen Brutapparat zugelegt. Und zwar, das ist ein Incubato IN36 DDI. Ja, das ist ein sogenanntes China-Modell, so wie es viele andere gibt. So sieht es aus. Nachteil ist hier, hier ist keine Beschreibung dabei. Also für Anfänger jetzt, die es ganz neu anfangen, um vom Ausbrüten gar keine Ahnung haben, die sollen auf andere Geräte zurückgreifen, die auch etwas teurer sind. Wir hatten Brutgeräte vorgestellt, einmal ein Motorbrüter von Brinsea und ein Flächenbrüter von Bruja. Beide haben ihre Vor- und Nachteile und das ist also ganz klar. Und wir haben jetzt hier dieses Modell, hat 100 Euro gekostet, war jetzt runtergesetzt auf 65. Im Herbst bekommt man immer sogenannte Angebote, wo also solche Brüter runtergesetzt sind. Im März, wenn es wieder anfängt, gehen die mit den Preisen wieder nach oben. Ja, wir gucken uns dieses Gerät mal an, wie dieses Gerät aussieht. So, also es ist aus Kunststoff. Hier haben wir die Anzeige für Temperatur, Luftfeuchtigkeit und das zeigt hier sogar die Tage noch an. Das ist die Heizung, die läuft und hier hat man diverse Einstellungen. Hier kann man Temperatur rauf und runter setzen. Kann ich runterstellen und wieder hochstellen. Ja, und wenn wir das Ding mal aufmachen, das habe ich jetzt schon seit einem Tag, läuft es schon. Hier ist eine Eierhorde drin, die so aussieht und das Gerät hat eine automatische Wendung. Mit den Dingern hier kann man also die Eiergröße für Wachteln oder für Hühnereier, Gänseeier. Jetzt haben wir hier den Alarm, geht jetzt hier an. Und dieses Gerät hat Platz für 80 Wachteleier. Ich mache jetzt hier gerade mal aus. So. Ja. Hühnereier weiß ich jetzt nicht. Ich glaube 36 Hühnereier hier rein. Aber Hühner wollen wir ja im Moment nicht ausbrüten. Wir wollen im Moment nur mit Wachteln jetzt wieder mal anfangen. Das nimmt man nachher raus und dann hat man hier, wo die Küken schlüpfen. Was ich zu bedenken gebe, ist hier, dass diese
großen Lücken hier. Da gehen die dünnen Beinschellen der Wachtelküken hier durch. Also werde ich das hier nachher mit Krepppapier auslegen, damit das also nicht passieren kann. Ansonsten hier ist die Heizung drin verbaut. Hier kann man schön sehen, da ist sogar noch ein Lüfter drin. Der ist hier drin, hier ist der Lüfter. Die Heizung geht hier rundherum. Also die Heizung ist jetzt so verbaut, wie das bei den großen Markengeräten an sich auch ist. Also ich kann jetzt hier keine so großen Mängel hier bei diesem Gerät feststellen. Was auch noch gut ist, hier ist eine Schublade für das Wasser. Man kann die ganz rausnehmen, kann man füllen. Also da ist genug Wasser drin zu füllen. Da haben manche andere das zu bemängeln, dass also zu wenig Wasser, dass man da zu wenig Wasser einfüllen kann, und stellen da in den Brütern dann noch zusätzlich Gefäße, aber das brauchen wir jetzt hier nicht. Ich kann jetzt einfach sagen, für den Preis ist das wirklich, für die 65 Euro ist das Gerät zunächst einmal wirklich top. Wenn wir jetzt dieses Gerät einschalten, man sieht die Horde, wie sie läuft, die wird dann hier rübergeschoben. So kann man schon sehen, wie sie dann, also sollte alle 2 Stunden, sollte also das Ding hin und her gehen. Ja, ich bin also wirklich mal gespannt. Mit der Temperatur habe ich jetzt immer mal kontrolliert, das scheint in Ordnung zu sein. Jetzt machen wir das Ding wieder mal zu, ist es ein bisschen leiser. Und ich bin da wirklich mal gespannt, wie dieses Gerät arbeitet. Von der Verarbeitung her finde ich es einfach okay, ist wirklich wunderbar. Hat sie ja noch eine Schierlampe da oben, aber das habe ich schon bei vielen Brutgeräten gelesen, dass das Spielerei ist, dass es nichts bringt. Ich habe noch nie Wachteleier an der Lampe gehalten, also geschiert, das habe ich noch nicht gemacht. Und ich denke mal, das wird schon gut hinhauen. Ich werde aber hier jetzt extra nochmal, um die Temperatur und die Luftfeuchtigkeit zu kontrollieren, ob das auch stimmt, weil ich schon von verschiedenen gehört habe, dass diese Brüter, die also aus China kommen, nicht halten können, weil wenn ich zum Beispiel 38 Grad, wären es nur 35 Grad. Das werde ich nachkontrollieren, ob das auch wirklich so ist. Ich glaube eher nicht. Es kann sein, dass man das etwas nachjustieren muss. Da ist eine Nachjustierung dran. Das kann ich also einstellen. Das ist also kein großer Nachteil. Wichtig ist, die Wendung, die muss funktionieren. Die Luftfeuchtigkeit und Temperatur, das muss alles stimmen. Und ansonsten kann ich jetzt an dem Gerät jetzt nichts Nachteiliges sagen. Das müssen wir jetzt einfach abwarten, das werden wir mal ausprobieren. Die Wachteleier, die kommen. Ja, ich muss noch was warten, die sind bestellt. Ich werde erstmal mit 36 Eier anfangen. Und dann werden wir sehen, wie das Ganze funktioniert. Ich kann jetzt nur sagen, bei den anderen Geräten sind etwas teurer. Das war, glaube ich, Bruja 3000D. Das war auch eine vollautomatische Wendung. Und diese Flächenbrüter, das Gerät zählt auch zu einem Flächenbrüter, hat eine Hartschaumschale. Das ist so eine Art Styropor, ist aber etwas anderes Material. Es dämmt sehr gut, es ist so ein Hartschaum. Aber das Problem ist, dieser Automat hatte 140 Wachteleier. Und wenn man da 80 Wachteleier oder schon 60 Wachteleier drin hat, und die machen ja auch eine große Sauerei da drin, und dieser Hartschaum sauber zu bekommen, wird mit der Zeit relativ schwierig sein. Das
klebt und das riecht auch dementsprechend. Also für das Geld, der Bruja 3000D kostet glaube ich heute 205 Euro, hat aber noch nicht mal einen Lüfter wie der hier. Der hat einen Lüfter, da läuft eine Lüftung. Das hat der Bruja 3000D nicht. Ja, kann man jetzt so oder so sehen. Und das andere war ein Brenseer, ein Motorbrüter. Der hatte so eine Kippvorrichtung, das drehte sich immer so hin und her. Das war auch nicht allzu optimal, weil manchmal hakte das so ein bisschen und dann ging das ruckartig immer so rüber. Und das ist für die Eier auch nicht besonders gut. Dieser Brutautomat habe ich besonders viel benutzt. Ich habe da unwahrscheinlich viele Eier mit ausgebrütet. Und ich muss aber sagen, nach gute 3 Jahren fing der an, Macken zu haben. Also er war ziemlich teuer, er war an die 300 Euro, habe ich dafür bezahlt damals. Der wird heute in dieser Bauart nicht mehr gebaut. Man kann das in der Playlist, ich werde mal hier auch mal einblenden, die alten Filme, welche Brutgeräte wir da hatten. Ja, auch die teuren Geräte haben ihre Macken. Also es ist jetzt nicht immer so, dass die billigen schlecht sein müssen. Ich habe natürlich auch Geräte gesehen für 70 Euro, ein Motorbrüter für 70 Euro aus China. Das war vollkommener Schrott. Also da, es gibt schon Sachen, das ist direkt, kann man in die gelbe Tonne werfen, das bringt gar nichts. Ich bin gespannt bei dem hier, der sieht wirklich in der Verarbeitung vernünftig aus. Und wir werden da wirklich sehen, wie das Ergebnis hier jetzt ist. Wie gesagt, hier wo ich bestellt habe, das kommt hier aus Polen. Ist keine Beschreibung, da war hier noch ein QR-Code ist hier noch drauf gewesen. Den scannt man und dann bekommt man eine Beschreibung. Aber bei dieser Beschreibung war dieses Gerät nicht mit dabei. Da waren andere Geräte, hier stehen noch andere Nummern drauf, andere Geräte. Aber dieses Gerät war als Beschreibung nicht mit dabei. Nun habe ich jetzt Ahnung von der ganzen Geschichte. Wäre ich jetzt Blutanfänger und ich wüsste damit jetzt nichts anzufangen, hätte ich das Gerät nicht in Betrieb nehmen können. Das wäre gar nicht möglich. Also wer Ahnung hat, der wird das ohne Probleme in Betrieb nehmen können. Man kann hier die Oberluftwärme und die Unterluftwärme kann man ja alles einstellen. Das muss man da überprüfen, ob das auch stimmt, ob das auch so eingehalten wird, wie es da oben anzeigt. Das werden wir aber noch ausprobieren. Ich muss mir noch ein Digitalthermometer kaufen mit Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Ja, so sieht das aus. Abenteuer, Wachtelhaltung geht wieder los. Wir werden noch Ställe bauen müssen. Wir haben noch gar nichts gemacht. Wir machen Filme über die Kükenaufzucht. Das werden wir alles ein bisschen anders machen, als wie wir es gemacht haben. Wir machen einen Freilauf, werden wir machen. Wir machen ein paar kleinere Ställe. Wie das alles dann hier funktioniert, das seht ihr alles hier auf diesem Kanal. Okay, wer es also mehr wissen will über jetzt wieder neuerdings Wachteln, Bienen, Kräuterpflanzen, Selbstversorgung, der sollte diesen Kanal abonnieren und wer Fragen hat, einfach in die Kommentare schreiben. Wir sehen uns bald wieder. Ciao.